Eve und Jerry reiten in Galizien die Wellen. Ready for takeoff. You. Hi, ich bin Eve. Ich bin Jerry. Und wir beide lieben das Abenteuer. Und hier leben wir auf 6 Quadratmeter. Ja, kann man so sagen. Die Influencerin und der Musiker reisen seit knapp 6 Jahren mehrere Monate im Jahr mit ihrem Van durch die Welt. Immer mit dabei ihre Social Media Community. Mit ihrem Van ist das Paar nach Galizien gereist. Prägend für den Nordwesten Spaniens sind die Riasküste und die hohen Bergketten. Von Köln sind es ca. 20 Autostunden nach Galizien. Ein paar Mal pro Woche gibt es auch Flüge in die Region. Eve und Jerry lieben aber die Freiheit, die ihnen das Reisen mit dem Van ermöglicht. Das Paar möchte surfen gehen, auch das gehört zu ihrem Vanleben dazu. Am Strand von Neminja erhoffen sie sich gute Bedingungen. Meinst du, wir können da auch gut übernachten? Da kann man pennen, aber ich glaube, dass Playa de Rostro da oben sogar theoretisch schöner wäre. Also hat man da noch hier diese, wo die Markierung ist? Ja, das ist so eine Offroad-Strecke. Ach, geil. Ja. Und da haben wir dann auch den Blick über den ganzen, Strand, ne? Ja. Wie cool. Vor 5,5 Jahren haben wir hier den Van umgebaut. Und seitdem reisen wir auch immer, wann es halt geht. Ich würde so sagen, die Hälfte des Jahres sind wir unterwegs und die andere Hälfte ungefähr zu Hause. Bevor die Lovebirds einen Stellplatz für die Nacht ansteuern, zieht es sie auf die Wellen. Galizien ist der Ort mit der höchsten Wellenwahrscheinlichkeit am europäischen Festland. Und trotzdem ist es nirgends überfüllt. Vom Massentourismus ist die Region bisher weitgehend verschont geblieben. Ready for takeoff. Tada! Also, bereit für die Wellen. Ab ins Wasser. Die Wassertemperatur liegt in den Sommermonaten und bis in den späten Oktober hinein bei 20 Grad. Wir versuchen jede Reise zu koppeln damit, dass wir surfen gehen können, aber ich würde mich auf jeden Fall als Anfänger bezeichnen. Ja, nur, wir schaffen es dann eigentlich doch nur ein paar Mal im Jahr. Ja, zwei, drei Mal im Jahr vielleicht. Aufwärmen? Jo, sehr gut. Und jetzt aber endlich ab und zeigt mal, ob ihr wirklich so blutige Anfänger seid. In Galizien gibt es übrigens rund 1000 Strände, an denen man surfen kann. Für jedes Niveau und nahezu für jedes Wetter findet man geeignete Bedingungen. Dieser Moment, wenn du in so einer Welle stehst und die sich trägt und du weißt, die hat irgendwie 10.000 Kilometer hinter sich und kommt dann da an und genau in diesem Moment schaffst du es, in diese Welle zu paddeln und diese Energie mitzunehmen und eins zu werden mit dieser Energie, klingt halt sau esoterisch, aber so ist es halt einfach wirklich, dann ist das ein ganz, ganz besonderes Gefühl. Und das ist das auf jeden Fall, warum ich dem Ganzen nachjage. Da habt ihr aber ganz schön tief gestapelt, Eve und Jerry. Denn nach Anfänger sieht das auf keinen Fall aus. Die beiden haben ihre Surfbretter immer im Van dabei. Aber auch für Anfänger gibt es Kurse in Galizien oder die Möglichkeit, sich Bretter auszuleihen. Eve und Jerry zieht es weiter. Sie wollen einsamer stehen für die Nacht und fahren deshalb von Neminja gut 20 Minuten nach Playa de Rostro. Freistehen wird in Spanien in den meisten Regionen geduldet. Nur in Nationalparks ist es strengstens verboten. Ist es nicht Wahnsinn, oder? Dass man hier einfach so hier sein kleines eigenes Zuhause so mit dabei hat und dann direkt an so einem Ort mit so einem Ausblick und keiner ist drumherum. Das kriegt man sonst einfach nicht. Also es gibt auch kein Hotel, was sowas einem bieten kann. Also für mich so das absolute Gefühl von Freiheit. Absolut. Dafür muss man natürlich aber auch ein bisschen Enge in Kauf nehmen. Das ist echt kein enger Raum. So muss man im Kleinbus gewesen sein. Deswegen ist das wirklich für uns Schlossgefühl, auch die Höhe und so. Man lernt seinen Partner natürlich schon anders dann nochmal kennen. Also wenn man überlegt, in all den Jahren waren wir monatelang zusammen unterwegs. Hier in diesem Raum. Wir machen alles hier, alles zusammen. Kompromisse und gegenseitige Rücksichtnahme stehen beim Leben im Van an erster Stelle. Denn einen Rückzugsraum drinnen gibt es nicht. Und man ist so ungebunden. Also da habe ich auch wirklich gelernt, richtig spontan zu sein und einfach auch mal sich treiben zu lassen. Weil sonst in Deutschland alles ist geplant. Man weiß immer, was als nächstes passiert. Und auf Reisen war immer das Ungeplante, das, was zufällig passiert, ist das Schönste. Und was es für mich auch immer auf den Punkt bringt, ist halt dieser Minimalismus. Wenig zu haben,
damit glücklich zu sein, sich damit zufrieden zu geben und ein Stück weit mehr zu sich zu kommen dadurch. Der Strand Playa de Rostro ist knapp 4,5 Kilometer lang und ein guter Ort, um mit dem Van zu übernachten. Hier gibt es viele tolle Plätze, um sicher und ruhig frei zu campen. Na, wer ist schon da am Schlafen? Der Jerry. Einfach direkt ins Bett gefallen. Zack, weg. Gute Nacht. Mit dem Meeresrauschen und bei Sonnenaufgang im eigenen Van aufwachen. Dafür lieben Eve und Jerry ihren Van-Lifestyle. Wie war eure Nacht? Sie war ein bisschen durchwachsen von meiner Seite. Meinem Magen ging es nicht so gut. Oh nein. Von unserer tollen Knoblauchaktion ist Jerry total schlecht geworden. Geht? Ja. Er hat die ganze Nacht brechen müssen. Ja. Also eigentlich hätten wir gut geschlafen, aber dadurch war die Nacht etwas kurz. Der Vorteil, die beiden haben heute mal so überhaupt keinen Stress. Ihr Van ist geduldig. Wir haben hier 3 in 1, das heißt, wir haben hier einmal unsere Innendusche und wir haben unsere Sitzecke. 4 Minuten dauert es, bis das Bett zur Sitzecke umgebaut ist und eine Dusche ist auch noch im Fußboden verbaut. Jeder Millimeter der 6 Quadratmeter ist gut genutzt, inklusive kleiner Küchenzeile. So irgendwie ist man schon über die Jahre, ich meine, wir sind jetzt fast 10 Jahre zusammen, sind wir schon so eingespielt, dass wir uns gar nicht so absprechen müssen und auch nicht immer die gleiche Routine haben. Also es ist nicht so, dass immer einer von uns das Frühstück macht oder so. Aber wir haben auf jeden Fall so Routine, immer morgens aufstehen, erstmal einen Kaffee kochen und so. Und dann trinken wir erstmal einen Kaffee oder einen Tee zusammen und dann fangen wir so langsam an. Das ist schon so eher dann so unsere Routine. Mit einer traditionellen Routine hat das zwar so gar nichts zu tun, aber Eve und Jerry sind top eingespielt. Gut gestärkt geht es weiter. Rund 30 Kilometer ins Landesinnere nach Padron. Hier hat Eve sich eine Überraschung für ihren Jerry einfallen lassen. So, wir sind da. Du magst ja Überraschungen. Yeah. Also ich mag Überraschungen und ich mache es auch, Überraschungen zu machen. Deswegen habe ich eine für dich. Ja. So. Brücke ist schon mal schlecht. Hallo. Hi, Anna. Ja, das ist unser Mann für heute. Hi. Yvonne. Jerry, nice to meet you. Ja, wir machen so einen Pendelsprung. Wie Pendelsprung? So sieht jemand aus, der sich richtig über eine Überraschung freut. Wird Jerry den Sprung von der Brücke wagen? In Padron wird es spannend. Eve hat ihren Freund mit einem Pendelsprung von einer Brücke überrascht und möchte dieses Erlebnis für uns testen. Aber Jerry scheint wenig begeistert. Safety here is guaranteed, so no problem at all. We'll use two dynamic ropes, two harnesses. Ich wusste, dass er so mit Bungee-Jumping und sowas, dass ihm das nicht so ganz gefällt. Ja, das Gefühl danach wird geil sein. No Have problem. You tried it? No, I'm okay. It's your idea, but you never tried it before. No. Okay, that's awesome. I think we have to do no, it. No, it's a joke, of course. Okay. Anything we have tried before. Die Brücke ist rund 30 Meter hoch. Kostenpunkt für den Sprung 35 Euro. Wenn man es ein zweites Mal wagt, kostet der Sprung sogar nur noch 10 Euro. The best way for the first jump is in front and like Superman. Okay, I will tell you, it's the only jump. I do no, it once. I don't think so, but. Jerry bekommt noch letzte Einweisungen. Aber dadurch wird's auch nicht besser, oder? Komm, jetzt ist aber genug gequatscht, ne? Ja, genau. Jetzt geht's los. Bist du bereit? Buddha bei der Fische, sagst du, ne? Genau. Allein der Schritt über die Absperrung ist für Jerry eine Überwindung, denn er ist nicht unbedingt der größte Fan von Höhe. Oh, fuck, so, Alter. Okay, das, look in front. Das ist doch total bescheuert. No, to your left, please. To my left? Ready. Okay, perfect, dear. Boah, jetzt geht wieder so der Stück. Just look in front. Ja. Yeah. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go! Go! Ja, Eve, nur große Töne spucken ist halt nicht. Was Jerry kann, kannst du doch schon lange. Sind doch nur 30 Meter über dem Abgrund.
Das Höschen ist voll! Hossa die Waldfee, ey. Da kannst du dich jetzt schon mal auf was freuen, das sag ich dir aber. Oh, ja, aber wie soll das gewesen sein? Das war ein bisschen Pipi in der Hose und nee, aber war schön, war cool. Echt? Ja. Dieser freie Fall nenne ich das jetzt einfach mal. Der ist halt einfach richtig abgefahren, da zieht sich so alles zusammen. Und danach so der Release, wenn du dann so erstmal einmal schaukelst, dann musst du einmal kräftig schreien und dann fühlt sich alles gut an. So, dann weißt du, du hast es geschafft. Also es ist auf jeden Fall trotzdem echt ein cooles Gefühl jetzt gewesen. War eine gute Idee. Ich muss zugeben, jetzt bin ich auch ein bisschen damit. Aber es muss ja auch sein. Also sonst hat man ja, also sonst ist es ja auch langweilig, oder? Also ich gehe jetzt rüber. Jetzt, los. Jetzt kletter doch mal ganz entspannt darüber. Oh mein Gott. One, okay. Ein Pendelsprung ist eine Variante vom Bungee-Jumping, bei dem man nach dem freien Fall vom Seil aufgefangen wird und dann hin und her schwingt. Wie eine Riesenschaukel mit extra Adrenalinkick. Yay! Wir haben es geschafft! Wie hängst du denn da so über den Kopf? Was war das denn? Ich weiß auch nicht. Wieso häng ich über den Kopf? Und ich häng einfach über den Kopf und ich konnte mich nicht drehen. Ich hatte keine Kraft, weil ich irgendwie so lachen musste. When I'm rolling deep. Dann war das wohl doch eine gute Überraschung von Eve oder Jerry? Dieser Pendelsprung, der hat ja jetzt pro Person 35 Euro gekostet. Das finde ich ehrlich gesagt in Ordnung. Das macht man ja vielleicht auch nur einmal im Leben. Ja, ja. Und dafür hat sich das belohnt, finde ich. Ich finde, dafür sollte man dann auch seine Euro nutzen. Ne? Wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie so ein schönes Pendelding mal zu machen, irgendwo runterzuspringen, wenn der eine einen Bungee-Jump machen möchte, was auch immer. So diese Sachen sind dann ja wirklich, die für immer bleiben. Ne? When I lose my mind. 2 Tage in Galizien gehen zu Ende. Surfen, freistehen mit dem Van, ein Pendelsprung. Jetzt ran an die Bewertung. Staunen Smiley, beste Überraschung. Der Stellplatz von der letzten Nacht war ja wirklich hammer, mega geil. So, ja. Man stand auf der Klippe und hat den Sonnenuntergang gesehen. Komplett alleine das für Meer, uns. Ganz alleine. Also das ist schon ein Highlight. Ja. Tabu Smiley, der schlimmste Fail. Was ich eigentlich nicht erzählen wollte, was sehr gut dazu passt, ist, dass das Abendessen mir ein bisschen zu sehr auf den Magen schlangert und ich eigentlich die halbe Nacht vorm Van verbracht habe. Wenn ihr versteht, was ich meine. Cool Smiley, Highlight zum Angeben. Dass du dich für den Sprung überwunden hast. Das fandst du besonders. Das fand ich cool. Yeah. Das fand ich nicht besonders cool. Also erst danach. Ah, danach, okay. Galizien. Für Eve und Jerry nicht der erste Urlaub in der Region. Und sicher auch nicht der letzte. Für unsere Vanfluencer ein echter Geheimtipp.